Leonie, wie war denn deine Zeit mit Marcel? Also es war eine spannende Zeit, einfach mal sich off-camera kennenzulernen. Wir haben aber auch klar festgestellt, dass wir vielleicht denselben Humor haben, aber nicht dieselben Werte. Okay. Marcel, wie war das denn bei dir genau? Hast du eigentlich Laura erzählt, dass du mit Leonie geschlafen hast? Ich habe nicht mit ihr geschlafen. Doch, hast du. Sagst du? Ich sag nein. Ich sogar persönlich gesehen. Ich sag nein, ich habe nicht mit ihr geschlafen. Ich sag ja. Also ich glaube, du bist dir ja ziemlich auch bewusst, so dass in dem Haus... Aussage gegen Aussage. Du bist dir ja bewusst, dass in dem Haus auch Kameras sind. Und die funktionieren übrigens auch, wenn das Licht aus ist. Das ist gar kein Problem. Du hast definitiv in der letzten Nacht in der Honeymoon Suite hast du mit Leonie geschlafen. Leonie ist definitiv keine Lügnerin, sie hat die Wahrheit erzählt, wir haben es alle gesehen, Meinung bist, es ist on-cam. Wenn ich mit Leonie geschlafen habe, dann habe ich mit Leonie geschlafen, aber ich sage trotzdem nein, für mich ist das kein Sex gewesen und für mich war das auch kein Sex und ich habe auch nicht mit ihr geschlafen. Leonie, habt ihr miteinander geschlafen oder nicht? Ich sage nein. Ja. Ich sage nein. Für mich ist das kein Sex gewesen und für mich war das auch kein Sex und ich habe auch nicht mit ihr geschlafen. Wenn du meine Meinung wissen willst, ich weiß, sie interessiert dich nicht, aber eigentlich hast du in dieser Sendung weder ein Perfect Match noch eine Frau verdient. Wirklich? So. Egal.